Vielleicht wird er erst bei 85,0 es runter exportieren und nicht bei 84,7. Vielleicht war ich einfach zu ungeduldig. Ich denke mal, das wird sein. Ich war zu ungeduldig. Wir können ja mit dem ruhig warten. Soll sich das da austoben? Und wir warten einfach mal ab. So, ich verstehe nicht, warum dieser Meadowberry Bush da hinten nicht wächst. Aus irgendeinem Grund ist der noch gar nicht gewachsen. Wir werden den hier mal hier aufhören lassen, zu tun, was auch immer er tut. Vielleicht hält der den irgendwie vom Wachsen ab. Ich weiß es ja auch nicht, ist ganz merkwürdig. Wir haben hier Moment, gibt es ein Light Level Overlay? Ja, deshalb stockt es auch auf einmal. Das kostet viel Performance. Aber es ist definitiv hell genug hier. So, der müsste das eigentlich mal machen. Gut, wir sehen hier die ganze Zeit Grid Power. Jetzt gucken wir uns mal Extra Utilities an. Was ist das denn? Ein Kikoku. 0,26 Soul Damage. Okay, ich weiß nicht, was das sein soll. Aber wir gucken uns jetzt mal hier um. Es gibt hier nämlich ein wunderbares Flug-Item, was Grid Power braucht. Und da ist er. Der Angel Ring. Uses 32 GP. Also Grid Power. Nether Star? Wollt ihr mich verarschen? Der hat doch letztes Mal keinen Nether Star gebraucht. Wirklich? Der braucht 2 Nether Stars. Kann ich den herstellen? Aus Nether Star Shard. Von Wood? Merkwürdig. Was soll das denn? Yeehammer. Yet another hammer. Was ist das denn für ein komisches Zeug? Okay, das bringt's leider nicht. Compactor bringt auch nichts. Alchemy Street Home Crafting. Ja, da kann ich ihn mit verdoppeln. Das wäre eigentlich ganz schön. Ansonsten in einem Carpenter. Netherstar Fragment von Bienen. Ja, nein, wirklich nicht. Okay, ich muss also tatsächlich einen Wither töten. Ansonsten kann ich nicht fliegen. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Trotzdem, er braucht nur 32 Grid Power. Und Grid Power ist etwas, was wir relativ einfach herstellen können. Und zwar auf einer unendlichen Basis. Wir gucken mal hier. Hier ist irgendwo... also das hier sind normale Generatoren. Die erstellen keine Grid Power. Da müssen wir vorsichtig sein. Fire Mill. Gives 2 Grid Power when placed over fire. Okay. Lava Mill. 2 Grid Power when adjacent to lava. Gut, wir können also, wir brauchen 16 Lava Mills, um 32 Grid Power herzustellen. So, und die erstellen 2 Grid Power, wenn sie neben Lava sind. Das ist eigentlich recht einfach. Wir können also 16 Lava Mills bauen in einem Viererkreis und den 4 hoch. Dann können wir mit einer 4 Blöcke hohen Säule Lava 32 GP herstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das so verstanden habt. Wir brauchen Stone Burnt. Und dafür brauchen wir erstmal einen Resonator. Polished Stone brauchen wir daraus, also Stone Bricks. Okay, wir brauchen viel Stone. Als allererstes brauchen wir einen Resonator. Und der ist ein Block of Coal, Redstone, Resonating Redstone Crystal, Iron. Nicht kompliziert. Sollten wir eigentlich alles haben. Wir brauchen erst einmal die Resonating Crystals, dann brauchen wir Redstone, dann brauchen wir Kohle. Iron haben wir. Gut, sollten wir herstellen können. So, Resonator. Ja, wir brauchen einen Block of Coal. So, einmal so. Jetzt muss ich wieder zu dem Resonator kommen. Ach, da ist der Resonator. Sehr gut. Gut, ein Resonator. Der scheint mit Strom zu laufen, wie mir scheint. Oder? Oder braucht der Grid Power? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir stellen ihn mal hier hin und er verbindet sich nicht. Also braucht er Grid Power. Oder er braucht gar nichts. Kann das sein? Ich weiß nicht. Weil über Schiff wird, es wird mir ja nichts angezeigt, was der braucht. Keine Ahnung, ob der irgendwas braucht. Vielleicht braucht er auch nichts. Wir werden erstmal einen Haufen Stein schmelzen, denn den werden wir brauchen, um Stone Burnt herzustellen. So, wo ist mein ganzer Stein? Da. Machen wir ruhig 3 Stacks. Weil in Cobblestone können wir es immer wieder zurück umformen, aber wir brauchen jetzt erst einmal Stone Burnt. Da haben wir noch ein bisschen Fused Quartz, kommt bestimmt später. Aber wir haben ja schon 60. Ja, weil so schnell ist der Furnace nicht. Gut, da haben wir schon was von. Haben wir hier Stone Bricks und formen die um in Polished Stone. So, und die geben wir jetzt mal in den Resonator rein. Gucken einfach, was passiert.
Okay, Power 0,04. Ich denke mal, das ist 0. Ach so, nein, der Resonating Redstone Crystal gibt, glaube ich, was ab. Er braucht aber 8 Grid Power. Okay, wir brauchen also irgendeine Form von Grid Power, aber keine Lava Mill, weil für die brauchen wir ja erstmal den Resonator. Wie sieht's aus mit Lunar Panel? Gives Power during Night Hours. Nein, Solar Panel. Gives Power during Daylight Hours. Gut. Das braucht nur Polished Stone, Lapis und Resonating Crystal. Wie viel gibt der? Einen. Der gibt einen einzigen. Das heißt, wir brauchen 8 Solar Panel. Gut. Also, ich glaube fast, wir haben gar kein Lapis. Ich glaube, wir haben noch nie Lapis gefunden. Doch. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, um 8 herzustellen. Wir werden sehen. So. Solar Panel. Ach, guck mal, wir bekommen 3 raus. Wunderbar. Gut. Okay, guck mal, jetzt haben wir 9. Das sind schon mal 9 Grid Power. Wir könnten jetzt natürlich 32 von denen herstellen. Es ist vielleicht sogar leichter, als mit dem Resonator jetzt anzufangen, ne? Aber das ist nur am Tag. Das würde heißen, wir können nur am Tag fliegen. Das wäre sehr ungünstig. So, ich glaube, dass Grid Power wie ein Soul Network von Blood Magic funktioniert. Also, das erstellt hier Grid Power und Grid Power wird praktisch gespeichert und ist spielerabhängig oder weltabhängig und der Resonator wird es benutzen können. Einfach so, weil die Grid Power irgendwo erstellt wird. Ich glaube, das ist völlig egal. Wir brauchen uns um Kabel keinerlei Gedanken zu machen. So. Da, Grid Power 0 von 9. Power Generating 1. 9 bedeutet, so viel ist verfügbar. 0 bedeutet, es wird 0 verwendet. Also 0 von 9 heißt, wir haben mehr als wir brauchen. So. Und jetzt steht hier, Power Drain, ja, wird bis auf 8 hochgehen. 8 von 9. Das bedeutet, wir könnten jetzt noch irgendwo eine Maschine haben, die ein Grid Power verbraucht. Aber das ist nicht nötig. Das Schöne daran ist, das verbraucht sich halt nicht. Diese Solar Panel werden jetzt nur am Tag funktionieren, das ist klar. Dafür gibt es ja auch noch die Lunar Panel, die erzeugen auch welche in der Nacht. Das heißt, mit 32 Solar Panel und 32 Lunar Panel könnten wir immer auf 32 GP bleiben. Aber das erscheint mir ein bisschen übertrieben. Ich möchte das lieber mit der Lava Mill machen. Aber für die Lava Mill brauchen wir noch mehr Resonating Crystals. Und das bedeutet, wir brauchen Ender Shards und wir brauchen eine Ender Pearl. Ein Glass Cutter ist kein Problem. Ender Pearl, ich habe ein paar Endermen getötet, aber nicht viele. Oder ich habe nur eine Ender Pearl bekommen. Ne, 2 haben wir sogar. Okay, wir werden mit denen sehr vorsichtig sein und nicht sofort zerschneiden. Denn es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns hier ein bisschen zurückhalten und vorsichtig sind. Denn wir brauchen nicht so viele. Wir haben hier 8 Ender Shards. Die Grafik ändert sich, wenn man sie aufbraucht. Das finde ich sehr cool. So, und da können wir hier Resonating Redstone Crystal herstellen. So, machen wir mal von mir aus alle. So, und ihr seht, wie immer eine Shard weggeht von der Grafik. Das finde ich sehr cool. So, also wir werden im Endeffekt, werden wir ja 16 Lava Mills brauchen, das heißt, wir werden 16 Resonating Redstone Crystals brauchen. Das bedeutet, wir werden noch eine zweite Ender Pearl verbrauchen müssen. Aber wir können ja damit schon mal anfangen und Lava Mill bauen, dann brauchen wir aber noch Gold. Wie ist es denn darum bestimmt? 18. Knapp, Mann, knapp. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben tatsächlich so viele Casts gebaut, dass wir kaum noch Gold übrig haben. Okay, die stapeln sich nicht. Ach nein, ich hatte nicht genug Stoneburnt. Wow! Könnt ihr mal sehen, wir brauchen viel Stein. So viel steht schon mal fest. Wir brauchen viel Stein. So, da ist unser Glasscutter. So. Und die werden jetzt hier... Nee, werden wir nicht. Wir werden das nicht machen, weil wir kaum noch Redstone haben. Also wir sehen, es ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen knapp mit den Materialien. Wir brauchen unbedingt irgendetwas, was uns dabei hilft, Materialien zu bekommen. Das wäre jetzt tatsächlich hilfreich. Müssen wir uns mal was überlegen, ob wir jetzt vielleicht schon auf irgendeine Form Quarry gehen wollen. Oder ob wir tatsächlich erstmal dabei bleiben, zwischen den Aufnahmen Zeugs zu suchen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so schlüssig drüber. Gut, der arbeitet hier munter weiter. Wie gesagt, der wird nicht aufhören, solange wie Tag ist. Okay. Ich habe aber fast das Gefühl, es ist auf 85,1 und er hat es immer noch nicht übertragen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sein Computer für uns jetzt erstmal wichtiger ist, damit wir unser Zeug lagern können. So, Always Active, das wird sich hier vermischen.
war eben ein bisschen unter 85, ein bisschen über 85, ist im Endeffekt auf 85 gekommen. Gut, jetzt werden wir hier sagen, Output und da sagen wir Input und sagen hier always active. So. Und sagen dem hier Insert. So, ansonsten wurde das jetzt die ganze Zeit hin und her gepumpt. Das bringt ja auch nichts. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Export und Import. Und sagen den Insert. Und hier Extract Always Active. So, jetzt haben wir alles wieder in diesem Tank drin. Hier sind 3,2 Buckets drin. Da sind 0 und da sind auch 0. Gut. Es war alles umständlicher, als es hätte sein müssen. Ich weiß auch nicht, wie viel 3,2 Buckets sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel wir da rausbekommen. Aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Und dem jetzt hier oben... ja, ganz großartig. So, oben ist der Crystallizer. Der hat sogar noch Strom. Lustigerweise. Okay, wir hoffen mal, dass das reicht. Dass der noch einen Kristall erstellen kann. Denn wir sind hier mit unserem Kristall tatsächlich nicht so lange versorgt, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Aber wahrscheinlich unterschätze ich auch, wie viel 8 Millionen Redstone-Flux sind. Denn unsere Capacitor-Bank ist ja voll. So, du bekommst jetzt deinen Strom. Der ist bei 8%. Und er hat schon... Nee. Nee, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon, dass das nichts wird. Das ist... da brauchen wir viel mehr von. Okay. Mein Problem ist jetzt eigentlich wieder, wenn wir jetzt wieder was schmelzen, dann wird der Crystallizer sofort anfangen, das zu verarbeiten. Es sei denn, wir exportieren das raus, bevor der anfangen kann. Ansonsten klaut der mir was von dem unpurifizierten Zeug, was ich natürlich auch nicht will. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird. Jetzt ist er bei 20%. Er hat ein Fünftel. Das heißt, er braucht noch fünfmal so viel. Er hat von 3,2 hat er jetzt 1,3 weggenommen. Es bleiben 1,9 übrig. Das schafft er auf keinen Fall. Das reicht auf keinen Fall. Wie gesagt, diese Purity. Ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut ist, was das bringt. Jetzt haben wir minus 21. Klar, der verbraucht ja auch ein bisschen Strom da. Das ist alles ein bisschen ungünstig. Ich dachte, wir können hier relativ schnell fliegen. So, weil wir hier unser Stoneburn bekommen und die Lava Mill. Aber das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern, weil wir ja auch den Wither besiegen müssen. Gut, dann gucken wir jetzt tatsächlich einfach mal. Wie heißt das? Refined Storage? Ja, genau, es heißt Refined Storage. Na wunderbar. Also, da haben wir ein Relay. Machine Casing braucht Quartz Enriched Iron. Wir brauchen viel Nether Quartz und wir brauchen viel Iron. Und ich glaube, das können wir uns gerade beides nicht so wirklich leisten. Wir haben nur 52 Ingots Iron. Das ist nicht viel. Wir brauchen irgendeine Art Quarry, bevor wir anfangen, an ein Computersystem zu denken. Quantum Quarry. Mine blocks from a hypothetical dimension that might have existed. Requires actuators to be attached to all sites. Endstone. Ja, scheiße. Endrod. Ich brauche sogar eine Chorus Fruit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo man die herkriegt. Chorus Plant im End. Okay, kann ich das nicht irgendwie herstellen? Kommt mir da keine Mod entgegen? Nein. Kommt mir nicht entgegen. Okay, alleine da. Endstone kann man herstellen. Ich muss aber trotzdem in den End gehen. Ins End gehen, definitiv. Okay, so muss das aussehen. Ich muss definitiv ins End dafür. Und dafür muss ich auch den Netherstar... Ach, komm schon. Warum muss ich denn für alles jetzt einen Netherstar haben? Na schön. Ich glaube, da muss ich mich erst einmal sammeln und gucken, womit wir jetzt weitermachen. Denn irgendwie alles braucht irgendwie ein Netherstar oder irgendwas vergleichbar Absurdes. Oder ich muss in den End gehen. Und das erscheint mir jetzt so spontan ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Deshalb muss ich mir tatsächlich überlegen... Ah nein, jetzt haben wir hier Blut drin, weil ich mich da drin verletzt habe. 10 Millibuckets Blut. Okay, weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehe, ob ich das irgendwie rauskriege. Ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt haben wir da Blut drin, weil ich reingesprungen bin. Okay. Also der Computer, das wäre natürlich schön, wenn wir den herstellen könnten. Aber wir sehen hier, für den Machine Casing brauchen wir erstmal 8 Quartz Enriched Iron. Und das bedeutet... Ach nee, ich bekomme 4 heraus. Vielleicht ist das gar nicht so dramatisch. Ein Interface, er braucht einen Solderer.
Gut, auch Quartz Enriched Iron, Sticky Piston. Das ist sehr an Applied Energistics angelehnt. Disk Manipulator. Das klingt so, als wäre es komplexer als das, was ich brauche. Disk Drive. Genau, ein Disk Drive ist angenehmer, das brauche ich. Ein Crafting Monitor. Ein Crafter? Nee. Ich will ein Interface. Kann ich nicht auch ein... Nee, ein Fluid Interface. Ich will ein Crafting Interface. Eieiei. Es könnte gut sein, dass ich mir hier Sachen bauen werde, die ich gar nicht brauche. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Gut, dann muss ich an dieser Stelle aufhören. Unser Mellowberry Bush funktioniert ja auch noch nicht so richtig. Der ist ja immer noch nicht gewachsen. Der hier ist fertig mit dem Stoneburnt, aber wir haben nicht genug Redstone. Also ich muss tatsächlich nochmal unter Tage gehen und noch viel mehr Materialien holen. Das hat tatsächlich nicht gereicht. Da werde ich mir aber die Arbeit ein bisschen leichter machen, denn ich habe hier ein Bag of Holding gesehen. Magical Wood, wollen wir ein Bookshelf und 4 XP, haben wir. Dann machen wir uns hier noch fix ein Bag of Holding. Ich hatte da noch schon gesucht nach einem Golden Bag of Holding, aber er heißt halt nicht mehr Golden, sondern nur noch Bag of Holding. Deshalb war ich ein bisschen verwirrt, als ich danach gesucht hatte. Aber das ist ein sehr großer Rucksack, sozusagen. Relativ simpel. Und den werden wir uns jetzt noch fix bauen. Ich brauche aber zwei... Nee, ein einziges Bücherregal brauche ich. Was ist das denn? Mit Stairs wird das jetzt hergestellt? Nee, kann nicht sein. Okay, habe ich überhaupt ein Buch? Damit fängt es ja schon mal an. Habe ich ein Buch? Nee. Moment, konnte ich nicht... Ich konnte doch Rotten Flesh, konnte ich doch mit meinem Laser da hinten umformen, ne? Und Papier müssten wir haben, denn draußen die Sugarcane Farm, darauf bin ich gar nicht eingegangen, ich habe das ein bisschen gepflanzt da. Da bekommen wir genug Papier. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, ihr seht, der Server laggt ein bisschen. Gerade ein bisschen Probleme hier, ich weiß nicht warum. So, das Skelett ignorieren wir mal. Wir versuchen zu ignorieren. Ja, das ist ein schlechter Schütze. Wunderbar. Schön an uns vorbeigeschossen. Da haben wir... Ach. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie ich gesehen habe, dass es falsch ist. Kann ich das wieder zurückcraften? Ah, Gott. Ach. Wir gehen erstmal schlafen. Wow. Das, wow. Ich hätte gedacht, so eine Sachen passieren mir einfach nicht mehr. Ich dachte, das sind so eine Fehler, gegen die bin ich inzwischen immun. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, damit können wir zumindest, gut, okay. Das funktioniert. Gut, so muss ich nochmal neu anbauen. Das ist ja eigentlich auch nicht so dramatisch, aber verdammt nochmal komme ich mir gerade dumm vor. So, jetzt werden wir erstmal unser Rotten Flesh umformen hier mit unserem Laser. Schmeißen wir mal dahin. So, und machen den mal an. Zack, sehr schön. Großartig. Das gefällt mir sehr gut, die Maschine mag ich immer noch. Vor allem, dass sie auch nicht so übertrieben zu craften war. Von wegen Nether Stars und so ein Mist. Was soll denn das? So. Ja, natürlich reicht es nicht. Aber ich habe doch eben gesehen, man konnte doch mit zwei Büchern und dann mit Stufen konnte man doch ein Bücherregal bauen, oder? Das war doch ganz absurd, eben was ich gesehen habe. Da. Ach nee, dann braucht man trotzdem drei Bücher. So ein blöder Mist. Habe ich denn nicht noch irgendwo ein Buch? Irgendwo? Kann ich das nicht irgendwie... Nee, ich brauche definitiv Papier. Mist. Ich habe kein einziges Buch mehr. Ich habe auch kein weiteres Sugarcane mehr für Papier. Weil ich, Idiot, das alles zu Zucker verarbeitet habe. Gut, hier ist auch nichts mehr. Also es sind zwar Bücher da, aber beschriebene mit Inhalt. Das bringt mir... Ich habe ja sogar schon Zucker. Ich glaube von einer Hexe oder so. Ach Gott. Das ist doch alles nicht wahr. Ich kann das nicht fassen. Es wäre echt super, wenn jetzt noch mehr Sugarcane wachsen würde. Aber ich hab ja sogar nur noch zwei. Ich habe nur noch zwei. Es ist ja... Ich kann ja nicht mal alles nehmen, was ich habe.
dann würde ja auch nichts übrig bleiben. Das wäre ja auch nicht gut. Das ist ja durchaus nicht wünschenswert. Aber ich kann nicht mal das tun. Nicht mal das geht. Mann, ey, das ist... Komm, so viel Pech kann man nicht haben. So viel Pech darf man nicht haben. Das ist nicht fair. So, wir gehen jetzt hier raus ins Wasser. Was ist denn jetzt passiert? Wir gehen jetzt hier raus ins Wasser. Da, so. Und werden jetzt irgendwo hingehen und hoffentlich ein bisschen Sugarcane abbauen. Es kann ja eigentlich nicht so selten sein. Sehen wir nicht da schon was? Oder ist es nur hohes Gras? Dieses hohe Gras verarscht mich immer und das kann ich nicht leiden. Es ist nur hohes Gras, Mann. Verdammtes hohes Gras. Eines Tages kriege ich dich und sag dir, wie sehr du mich verletzt. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bedeutet. Vielleicht gibst du dich dann nicht mehr für Sugarcane aus. Ich weiß es nicht. Da haben wir. Wunderbar. Gut. Alles gut. Es ist nur ein leichter, Hallo. So. Das hat mich nur ein wenig zurückgesetzt, ein bisschen an meiner Ehre gekratzt. Und an meinem Vertrauen in mich selbst, an meinem Vertrauen darin, basische Rezepte, die ich, keine Ahnung, wie lange gibt es schon Minecraft, wie lange spiele ich es schon? Seit wie vielen Jahren mache ich das schon? Oh Mann, ey. Also Videos zu Minecraft mache ich, seit mein erster Kanal existiert. Und das ist seit 5 oder 6 Jahren. Und davor habe ich es auch gespielt. Also ich müsste eigentlich langsam wissen, wie man Papier herstellt. Aber nein. Okay, ist egal. Wir werden davon jetzt Abstand nehmen, von diesen dunklen Gedanken, von diesen finsteren Gedanken. Und, verdammt nochmal, komm schon her. Und wir jetzt einfach ganz schnell unser Buch craften, damit ich diesen verdammten Bag of Holding herstellen kann. So, da haben wir unser Buch. Und hier haben wir gleich unser Bookshelf. Und nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, das ist einfach Bullshit. Du gibst mir jetzt ein Bookshelf, mit dem das funktioniert. Verdammte Scheiße, ich lass mich doch, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Magical Wood, so, und wir haben auch 4 Level verbraucht. Das ist doch eine Verarsche. Ich gehe jetzt nicht nochmal los und hole hier nochmal Papier, nur weil ich das falsche Holz benutzt habe. Da scheiße ich doch drauf. So, Bag of Holding, legit gecraftet. Und wir sehen, ziemlich viel Platz. Damit kann man schön auf Mining-Exkurs gehen. Blöder Rotz. Scheiß. Hey, das gibt's ja nicht. Okay, also wir können im Prinzip ist unser Eukalyptus-Holz hier total wertlos. Da kann ich nicht mal ein funktionierendes Bookshelf mit craften. Aus diesem Eukalyptus- Bookshelf konnte ich nichts herstellen. Gar nichts. Das konnte ich nur verbrennen. Großartig. Ich gebe mir einfach mal die Mühe, um Bücher herzustellen und ein Bookshelf, ein Bücherregal. Und was mache ich dann damit? Mit meinem gebauten Bücherregal? Genau, ich verbrenne es. Das ist bestimmt ein ganz toller Plan. Das ist eine ganz tolle Verwendung von Ressourcen. Mann, ey. Nee, weißt du was, eigentlich kann der da stehen bleiben. Ist mir jetzt egal. So, bleibt da stehen. Unser Smeltery braucht es nicht unbedingt. Okay. Dann werde ich jetzt hier, wenn wir hier die Welt verlassen, werde ich Redstone-Signal werde ich ausmachen, dass der das nicht mehr macht. Er verbraucht trotzdem nach wie vor Strom. Naja, gut. Dann könnte das aber sein, dass der hier maximaler Output active with Signal. So, jetzt ist es aus. Ich kann den Output komplett ausmachen. Dann ist auch mit dem Power Monitor egal. Weil das wird sich hier nicht ändern. Capacitor Bank Storage wird nicht weniger werden. Und dementsprechend wird auch ein Redstone-Signal nie ausgeben, weil die Capacitor Bank voll ist. Gut, damit haben wir es einfach ausgemacht. Es wird kein weiterer Strom verbraucht, falls hier irgendwas passieren sollte, während ich nicht online bin. Ich sag mal so, wir haben nichts erreicht. Oder nicht viel. Nein, wir haben nichts erreicht. Kann man durchaus so sagen. Das ist durchaus legitim. Es ist legitim zu behaupten, dass wir nichts geschafft haben in der letzten Stunde, in der letzten 3 Episoden. Das ist... Scheiße, ich verstehe auch nicht, warum dieser Mellowberry-Busch jetzt nicht wächst. Er ist eine einzige Stufe gewachsen, aber er braucht noch 2 Wachstumsstufen, bis er endlich gewachsen ist. Und dann trägt er vielleicht irgendwann Früchte. Das erste Mal, als ich ihn dahingestellt habe, ist er sofort gewachsen. Ich verstehe das nicht, warum das Mistvieh da jetzt nicht wächst. Aber gut,
Das ist ein Mysterium, das werden wir wahrscheinlich nie klären. Ich werde auf jeden Fall auf großen Mining-Exkurs gehen. Ich werde so viel Materialien abbauen, wie ich überhaupt nur finden kann. Das wird wahrscheinlich recht lange dauern, aber ich werde das einfach tun. Und dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal genug Materialien haben, um unseren Computer zu bauen, über den ich mich auch informieren muss, wie der überhaupt funktioniert und was wir brauchen, damit der vernünftig funktioniert und was ich für Blöcke bauen muss, damit das funktioniert. Das werde ich alles herausfinden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns einen Lagercomputer bauen, um unser Zeug zu lagern. Das ist schon mal ein meiner Meinung nach recht wichtiger Schritt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.